Oi, da was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Ich und Bagish am Start. Sonst erstmal keiner. Aber Bagish hat vielleicht möglicherweise ein neues Deck. Aber mehr dazu bald in Bagish Zustand Deck. Und das testet er zurzeit auf Death Row. Versucht da die Top 100 zu knacken. Und spielt dort eine Menge und hat dort jetzt ein paar interessante Neuigkeiten für euch. Also jetzt ein wirklich wichtiges Infovideo. Wie ihr wisst, Dueling Network, Bilder sind immer noch weg. Komm nicht, es stört, es macht nicht so viel Spaß. Auf Death Pro. Es hatte viele Probleme bis vor kurzem, aber es kam ein Update vor 2 Tagen, glaube ich. Und es war wirklich ein riesiges Update. Und die paar Kleinigkeiten, die Death Pro schlecht waren, die sind alle behoben. Jetzt gehen wir kurz drauf ein. Was heißt kurz? Stück für Stück drauf ein. Fangen wir damit an. Größter Fehler war einmal, dass man zum Beispiel in der Draw-Phase nichts aktivieren konnte. Man hat seine Floodgates, zum Beispiel antimagischer Duft und so weiter, Gegner war dran. Man konnte in der Draw-Phase nichts aktivieren, es ging einfach direkt weiter bis zur Main-Phase. Eine kurze Frage, wenn man A gedrückt hielt, konnte man dann aktivieren oder nicht? A gedrückt halten? Das weiß ich gerade. Also man konnte immer A gedrückt halten, dann konnte man sowas eigentlich immer machen. Okay. Aber okay. Wussten anscheinend viele nicht, sogar ich nicht, der oben mitspielt. Okay. Jetzt kann man wirklich immer was aktivieren. Das ist Punkt Nummer 1, was sehr wichtig ist. Man kann Ende der Battle-Phase machen, bestimmte Züge machen, Taktiken, Endphase, auf die Beschwörung, alles mögliche. Und zwar ist jetzt links bei Death Pro sind mehrere Kästchen. Es gibt einmal Always Chain, also immer anketten, dass du jederzeit alles anschauen kannst. Dann gibt es einmal Normal Chain, das ist die alte Version sozusagen noch. Und dann gibt es noch eins, Ignore Chain. Wenn du keinen Bock hast, wenn du siehst, der Gegner macht seine Kombos, dann drückst du Ignore Chain, dann packt einfach seine Züge aus, du sparst Zeit. Jetzt nochmal ein wichtiger Vorteil, also bei Always Chain, also immer an Ketten, da kannst du immer, wenn der Gegner was aktiviert oder irgendwas ist, alles anschauen. Zum Beispiel, der Gegner aktiviert ein paar Sachen und dann wusste der Gegner, dass du zum Beispiel einen Wailer hast, weil dann hat dich Death Row überlegen lassen. Dann kam so eine Zeit, dann wusste er, okay, er hat wahrscheinlich Wailer, dies, das auf der Hand. Und jetzt kann man mit Always Chain, wenn man das angeklickt hat, kann man einfach überlegen, bluffen, hat er das, habe ich das nicht. Also wirklich sehr wichtige Funktion. Das ist Punkt Nummer 2, was sehr gut war, dass man es geupdatet hat. Und noch ein Vorteil, ein dritter Vorteil, zum Beispiel man hat Dante, man mildt 3 Karten und da konnte man nicht seinen Friedhof anschauen. Und mit Always Chain, also diese Button links, kann man jederzeit alles anschauen, vom Gegner, von sich selbst. Die 3 Hauptprobleme von Death Pro wurden entfernt. Also was wirklich sehr gut ist, ich bin zurzeit selber auf Death Pro sehr aktiv. Ich spiele täglich 2 bis 3 Stunden, teste extrem für die DM. Und es macht richtig viel Spaß. Und vielleicht noch kurz, ich bin Platz 136, 1498 Punkte, läuft sehr gut. Vielleicht schaffst du in die Top 100 und es macht sehr viel Spaß. Was noch wichtig ist, die haben viele Bugs entfernt, viele Fehler. Es kam früher sehr oft einfach so Error, das ist so wie Disconnect, Error kommt einfach, dann hat man einfach so das Spiel verloren. Es passiert nur noch sehr selten, wirklich sehr selten, vielleicht jedes 30. Duell, 40. Duell. Und das letzte Update von Death Row, ihr habt wirklich gute Arbeit gemacht, alles entfernt, es macht richtig viel Spaß, wirklich top. Also dein Favorit momentan, Death Row, oder? Death Row, eindeutig, ich kenne keinen Nachteil mehr, wirklich, keinen Nachteil. Das waren ein paar News. Dank Bagish hat er sich mal das näher angeschaut. Hinterlasst auch unten in den Kommentaren, was ihr für Erfahrungen jetzt mit Death Row gemacht habt. Würde euch... Ganz kurz noch. Und falls ihr immer noch Bugs habt, so ganze Bugs, wenn ihr eine Karte aktiviert, dass dann irgendwas Komisches passiert, das könnt ihr unten melden im Forum. Da steht, da meldet hier die Bugs und die melden es und dann beheben sie wirklich die Probleme. So können wir alle zusammen, wenn wir ein bisschen arbeiten, ein bisschen schnell melden, dies, das, können wir das Programm wirklich top optimieren. Also macht es wirklich. Also ich wollte noch sagen, falls das Punkte sind, die euch interessieren und euch jetzt auf Death Row mehr interessiert, dass euch locken würde, auf Death Row zu spielen, schreibt es unten in die Kommentare. Schreibt, was ihr von Death Row haltet. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dann, leidet nicht. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren, gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.